Wir brauchen mehr Schiedsrichter, definitiv. Und alles, was jetzt hier gemacht wird und auch dazu beiträgt, dass wir neue Schiedsrichter gewinnen, hilft natürlich. Und wenn solche zwei extrem sympathische Jungs das unterstützen, dann ist es natürlich cool. Wir haben noch kaum Schiedsrichter in der Erwachsenenspiele, einfach im Hobbybereich, weil sie es dann nicht leicht haben. Ich meine, man kriegt es ja mit als Elternteil, dass dann immer mal wieder die Schimpfe gegen die Schiedsrichter kommt. Manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt, aber immer unfair, weil das ja, die machen das ja nur Hobby. Und da muss man schon Mut haben, heute Schiri zu sein. Und wenn aber ein Spiel wirklich souverän geleitet wird, dann wird eigentlich nie über den Schiedsrichter berichtet. Und das ist eigentlich so traurig, weil wir brauchen viel mehr Schiedsrichter. Es gibt ganz viele Tage, an denen die Kreisansatzer gar nicht die Spiele besetzen können, weil viel zu viele Schiedsrichter in den Amateurligen fehlen. So lange Schiedsrichter und das, was die Jungs heute abgeliefert haben, das war einfach fehlerlos. Und ich muss sagen, Respekt, wie, mit welcher Ernsthaftigkeit die das auch gemacht haben, mit welcher Wertschätzung auch. Und ja, man merkt halt, die waren hier, weil sie es wirklich wollten, und das fand ich echt cool. Den Schiri ist auf jeden Fall auch zufrieden. Gut entschieden, die halt die Aktion. Ganz, ganz wenige Entscheidungen, wo man drüber diskutieren kann. Eine gute Linie gefahren, gut mit den Leuten geredet, mit den Spielern geredet, dass es gar nicht überhaupt so weit kam, dass es irgendwas hitzig wird oder sowas. Deshalb Kompliment auf jeden Fall. Der Nils ist gelaufen, ja. Die Laufwege waren schon super. Also ich habe gedacht, das ist nicht niemals sein erstes Spiel. So ein paar Hinweise gegeben, dass sie sich daran erinnern, dass sie nicht nur dem Ball folgen sollen, sondern auch mal dorthin gucken, wo was passieren kann. Aber das haben die beiden wirklich exzellent gemacht. Du schaust auf den Ball. Die Ecke ist. Ja, ja. Aber das ist das Problem. Du musst dich daran gewöhnen, ja, dass du dorthin guckst, wo das Problem ist. Deswegen war es gut, dass mir immer jemand gesagt hat, wo ich hingucken muss. Die haben total Interesse und haben sehr viele Fragen gestellt, haben es total ernst genommen, und das ist wirklich eine totale Wertschätzung. Die Wertschätzung für die Schiedsrichter und auch für die Aufgabe von Schiedsrichtern. Leicht war es nicht. Dafür hat man zu viel Verantwortung, aber ich hatte zum Glück die zweite Halbzeit. Das Ergebnis hat natürlich ein bisschen in die Karten gespielt, dass das Spiel ruhiger wurde am Ende. Ich glaube, wir wissen alle, dass es in verschiedenen Situationen hat jeder immer verschiedene Ansichten. Und die Schiedsrichter sind dann halt diejenigen, die es entscheiden müssen. In dem Moment, in Bruchteilen von Sekunden. Und das muss man dann auch respektieren, denke ich. Ich diskutiere auch oft, wahrscheinlich zu oft. Und deswegen war das auch eine gute Erfahrung für mich. Ich würde mir schon wünschen, dass man sich ein bisschen auch in die Schiedsrichter reinversetzt, was das für eine schwere Aufgabe dann ist. Einfach der Umgang untereinander ist ganz wichtig. Also alle die ich kenne, die jetzt im unteren Bereich tätig sind, denen werde ich mal ins Gewissen reden, dass es wirklich eine wahnsinnig schwere Aufgabe ist. Ich selber gehe jetzt anders ran. Klar, von den Schiris erwartet man auch eine gute Art und Weise der Kommunikation, so schwer es auch manchmal ist, weil da halt Emotionen im Spiel sind. Man hat heute gesehen, es war extrem fair. Es war, der Umgang untereinander war sehr fair. Und am Ende ist alles Kommunikation, und ich würde auch nicht pauschal sagen, dass alles schlecht ist und alles negativ ist, sondern wir haben wirklich ganz tolle Spieler in der Bundesliga, mit denen man super kommunizieren kann, mit denen man super eben auch zusammenarbeiten kann auf dem Platz. Nicht den Schiedsrichter bleiben, immer sagen, gute Entscheidung, okay? Immer reinrufen. Das mache ich eh nicht, das ist unsportlich.